Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Sicherheit bei der Fastarbeit. Mein Name ist Fabian von LAM, der Nummer 1 für Sicherheit bei der Fastarbeit. In unserem heutigen Video geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Schnittschutzhose. Was macht Schnittschutzhosen so besonders und worauf sollte man achten bei der Auswahl seiner Schnittschutzhose? Doch das Ganze erkläre ich euch nicht allein. Zu Gast habe ich heute den Daniel Stark von Mein Motorsägenkurs. Hallo Daniel. Hallo Fabian. Lass uns mal direkt ins Thema einsteigen. Wieso bist du nicht nur Experte für Motorsägenkurse, sondern auch für Schnittschutzhosen? Ja, das Thema Schnittschutzhose beschäftigt mich schon sehr lange. Zum einen, dass ich selbst schon viel mit der Schnittschutzhose gearbeitet habe und bis heute auch arbeite. Und schon während meinem Studium hat mich immer interessiert, was gibt es an der Schnittschutzhose an Ausstattung, wie kann man die Hose vielleicht noch bequemer machen, dass die Trageakzeptanz höher wird. Und das Ganze habe ich untersucht in meiner Diplomarbeit in Form einer Umfrage. Das heißt, ich habe bundesweit professionelle Träger von Schnittschutzhosen befragt und habe ausgewertet, welche Anforderungen diese an Schnittschutzhosen stellen. Und auch bei meinen Kursen bekomme ich natürlich viele Rückmeldungen und man beschäftigt sich natürlich auch inhaltlich damit, welche Rolle spielt die PSA. PSA, sei an dieser Stelle auch gesagt, sollte immer die letzte Möglichkeit des Schutzes sein. Vorher gilt es immer auch technische, organisatorische Maßnahmen zu treffen, um Unfälle zu vermeiden. Okay, das bedeutet, du hast in deinem Studium über die Schnittschutzhose eine Diplomarbeit geschrieben und hast jetzt da durch die professionellen, indem du die professionellen Fastarbeiter befragt hast, eben Rückschlüsse ziehen können. Und jetzt interessiert es mich ganz besonders, weil die Diplomarbeit ist ja schon das ein oder andere Jahr jetzt her. Welche Schlüsse konntest du damals aus deiner Arbeit ziehen und welche Parallelen zu deiner Arbeit sagst du, die gelten heute auch noch? Also damals sind wir auf ganz unterschiedliche Themen eingegangen. Das heißt, zum einen ging es ums Thema Sicherheitsbewusstsein. Sind Träger zum Beispiel bereit, mehr Gewicht in Kauf zu nehmen für eine höhere Sicherheit? Oder spielt Optik eine ganz wichtige Rolle? Oder die Abriebfestigkeit, Ausstattungsmerkmale wie zum Beispiel Taschen, Beintaschen für Kombischlüssel oder sonstiges Werkzeug? Und da gibt es schon gewisse Tendenzen, die man sieht, aber natürlich handelt es sich auch um ein recht subjektives Thema. Wenn es zum Beispiel darum geht, welche Taschen werden benötigt, hängt es durchaus auch vom Einsatzbereich ab. Auch was die Oberstoffe angeht, kommt es auch darauf an, welche Arbeiten werden durchgeführt, sind die Leute mehr in Dornen unterwegs oder vielleicht eher im ebenen, einfachen Gelände mit weniger Bewuchs. Was aber alle Träger als Grundvoraussetzung sehen, ist die Sicherheit, auch nicht besonders erstaunlich. Trotzdem möchten sie eine relativ leichte Hose haben, in der sie sich auch gut bewegen können. Und das können wir auch gut verstehen natürlich, weil die Waldarbeit ist sehr anstrengend, körperlich sehr anstrengend. Ich muss mich viel bewegen, im Gelände bewegen und dadurch brauche ich auch eine Hose, die eben eine gute Passform hat, die mich nicht stört bei der Arbeit, in der ich mich eigentlich fühle wie in der zweiten Haut. Du sprichst schon mal ein ganz interessantes Thema an. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reinbohren. Worauf kommt es deiner Meinung nach bei einer guten Schnittschutzhose drauf an? Meiner Meinung nach sollte die Schnittschutzhose auf jeden Fall eine gute Passform haben, zum Träger passen. Das heißt, er sollte sich genau die richtige Größe aussuchen, damit er sich auch darin wohlfühlt. Nur wenn er sich wohlfühlt, wird er sich gut darin bewegen können, ungehindert arbeiten können. Dann sollte der Träger auch überlegen, welche Arbeiten führe ich durch. Spielt zum Beispiel die mechanische Beanspruchbarkeit des Oberstoffes eine Rolle, weil ich viel in Dornen arbeite, viel Bewuchs habe oder auch mal mit Seilen hantiere, die vielleicht doch auch mal an der Hose streifen, dann gibt es natürlich auch Hosen, die dementsprechend robust sind. Ja, Optik auch ein Thema immer wieder, weniger für die Sicherheit,
sehr wohl aber für die Träger. Die legen doch auch ordentlich Wert auf die Optik, möchten auch schön gekleidet sein. Und da gab es ja auch in den letzten Jahren in die Richtung viele Entwicklungen, dass auch jeder dort eine gute Auswahl hat. Wenn wir jetzt mal bei der Thema Optik bleiben, du hast das angesprochen, sicherheitstechnisch hat es jetzt keine Relevanz, aber das merken auch wir in dem Bereich, wir machen das ja auch seit 10 Jahren, diese Thematik Schutzbekleidung für die Forstarbeit, dass Optik, Design, dass dieses Gesamtbild trotzdem eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Wie war es jetzt bei deiner Diplomarbeit? In welchem Jahr hast du die geschrieben? Die Diplomarbeit, die ist inzwischen schon über 15 Jahre alt. Über 15 Jahre. Also ja. Doch schon einige Zeit her. Seither hat sich doch einiges getan am Markt. Und ich denke, es sind auch viele Dinge aus der Diplomarbeit, wenn ich es am Markt beobachte, umgesetzt worden. Was mich natürlich freut, dass auch von seitens der Hersteller Interesse da ist, wirklich am Träger auch dran zu sein und zu sehen, wie kommt die Hose bei ihm an, was hat er für Anforderungen und nicht irgendwo im Labor zu entwickeln und die Praxis außen vor zu lassen. Okay, abschließend zum Thema Optik. In der Diplomarbeit, wie war das eingeschätzt ungefähr? Kannst du dich noch erinnern? Was haben die Träger damals gesagt, wie wichtig ist ihnen Optik und Design? Die Optik, die war schon sehr wichtig, aber das Thema Sicherheitsbewusstsein stand schon im Vordergrund. Also wenn jetzt jemand abwägen müsste zwischen Sicherheit und Optik, dann kam Gott sei Dank heraus, dass die Sicherheit dann eine wichtigere Rolle spielt. Okay, gut, das ist natürlich, ist ja auch richtig so, weil eben die Schnittschutzhose ja das, für die letzte Instanz ist, wenn man mal einen Fehler macht, wenn ein Fehler passiert, dass man sich eben nicht verletzt. Aber, und das merken wir und das ist ja auch die Bestätigung von deinerseits, dieses Gesamtbild ist die letzten Jahre schon viel, viel mehr ins Bewusstsein der Träger dann eben gerufen worden, wie es vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren war. Ja, und ich denke, da haben auch die Hersteller von Schutzbekleidung wirklich einen großen Teil dazu beigetragen, durch optische Weiterentwicklung, auch durch vielfältigere Materialien, von Stretchstoffen bis zu robusten Oberstoffen, entsprechende Ausstattung für Werkzeuge und das dünnere Schnittschutzeinlagen. Dünnere Schnittschutzeinlagen, ja. Dadurch mehr Flexibilität, mehr Beweglichkeit und das kommt dem Träger natürlich zugute. Und die Akzeptanz steigt dadurch auch, wobei im professionellen Bereich haben wir da jetzt kein Akzeptanzproblem. Es wäre dann eher so im privaten Bereich, war das vor vielen Jahren noch ein Thema. Aber auch da sehen wir heute zum Beispiel bei unseren Lehrgängen, dass die Leute im privaten Bereich sich viel besser ausstatten, viel höherwertiger ausstatten und einfach auch bereit sind, Geld für die Schutzbekleidung auszugeben. Okay. Gehen wir mal nochmal zurück aufs Thema, wenn sich jetzt ein Träger, ein Anwender neue Schnittschutzhose kauft oder vielleicht sogar neu anfängt mit der Waldarbeit, was sind die Punkte, die er deiner Meinung nach bei der Auswahl seiner richtigen Schnittschutzhose unbedingt beachten soll? Und für mich auch eine ganz wichtige Frage, was ist deine Empfehlung, wo er die kaufen soll? Also das heißt, soll er die im Internet irgendwo kaufen oder soll er sie vielleicht beim Fachhändler vor Ort kaufen? Was sind da die Vorteile? Ja, die Schnittschutzhose muss die Normen erfüllen. Die Hersteller müssen aber auch die Normen erfüllen, dass die überhaupt am Markt verkaufen dürfen. Das heißt, wenn man zum Fachhandel geht, dann hat man die Gewissheit, dass auch eine Hose verkauft wird, die der Norm entspricht. Und der zweite Punkt, die Schnittschutzhose sollte gut auf den Träger passen. Deshalb sind Händler vor Ort natürlich eine sehr gute Möglichkeit, um die Hose tatsächlich anzuprobieren, wie kann ich mich darin bewegen. Aber auch wenn ich online im Versand bestelle, gibt es viele Hersteller, die eben dort auch, oder viele Händler, die eine Unterstützung geben bei der Größenauswahl in Form von Tabellen, von Beispielen und so kann man eben auch die richtige Passform finden. Was ist bei der Passform und bei der richtigen Größe? Gibt es da vielleicht 2, 3 No-Gos, die jetzt, wenn ich neu bin, mir Schnittschutzhose anprobiere, wo ich darauf achten muss, weil das eben nicht so gut ist und nicht so passend ist? Jeder Mensch hat ja eine andere Körperform. Und
wenn die Hose jetzt zu groß ist, genauso wie zu klein, kann ich mich einfach nicht richtig bewegen. Und dadurch kann es natürlich zu Unfällen kommen. Ich stolper vielleicht leichter, habe die Säge in keiner guten Position, weil ich eben nicht vielleicht mit dem Motorblock mitgehen kann. Und deshalb muss ich darauf achten, dass einfach die Weite passt und auch die Beinlänge. Okay. Lass uns nochmal auf das Thema Farbwahl bei der PSA beziehungsweise ganz speziell bei der Schnittschutzhose kommen. Gibt es da Vorschriften, Empfehlungen, die du dem Anwender, dem Träger geben würdest? Bei der Waldarbeit gibt es für die Schnittschutzhose keine Vorgabe, was die Farbwahl betrifft. Aber trotzdem macht es Sinn, eine sichtbare Farbe zu wählen, weil mir eben die zusätzliche Fläche dann mehr Sichtbarkeit bringt. Wenn jemand im Verkehrsbereich arbeitet, zum Beispiel Mitarbeiter von Bauhöfen, Straßenmeistereien, die müssen dann Bekleidung tragen, die eine entsprechende Warnschutznorm erfüllt. Da sieht es dann wieder anders aus. Bei der Waldarbeit, wie gesagt, nicht. Aber bei der Jacke, da wird vorgeschrieben, dass diese bei Fellarbeiten eine sichtbare Farbe hat. Also da sollte ich Signalgelb oder Signalorange tragen, um eben auch entsprechend sichtbar zu sein, dass der Kollege sieht, ob sich der andere im Gefahrenbereich befindet oder nicht. Okay. Abschließend zu dem Thema Passform, Auswahl der Schnittschutzhose. Was sind deine Erfahrungen? Wir haben ja gehört, du bist jetzt schon seit vielen Jahren, seit ich 15 Jahren im Forst tätig, auch als Anwender, du bist Forstwirt. Was sind deine Erfahrungen mit Schnittschutzhosen jetzt bisher seit deinem Start vor 15 Jahren? Meine Erfahrungen sind zum Glück positiv insofern, dass ich noch nie von Gebrauch machen musste, um mich zu schützen. Aber es reicht, wenn es einmal in 30 Jahren passiert, dann bin ich froh, dass ich die Schnittschutzhose trage. Ansonsten probiert man natürlich verschiedene Hosen aus, bis man auch eine findet, die man bequem findet. Aber da gibt es heute eine große Auswahl und die Optik spielt auch immer eine Rolle. Ich bin zum Beispiel ein Freund von auffallenden Hosen, dass nicht nur die Jacke eine auffällige Farbe hat, sondern auch die Hose, weil das bringt mir zusätzlich Sicherheit im Wald durch Sichtbarkeit für den Kollegen. Okay, jetzt lass uns nochmal, jetzt haben wir mal das Thema Schnittschutzhose beleuchtet, lass uns mal erstmal einen Blick in die Vergangenheit bis heute werfen. Als du gestartet bist vor 15 Jahren, gab es jetzt noch nicht die Auswahl an wirklich hochwertigen, diese breite Palette an hochwertigen Schutzbekleidung. Wie siehst du jetzt die Entwicklung der PSA im Forstbereich allgemein der letzten 15 oder vielleicht sogar der letzten 20 Jahre? Also ich denke, in dem Bereich oder in dem Zeitraum, da hat sich sehr viel getan. Es gab einzelne Hersteller, die auch mit Farben, mit Materialien experimentiert haben. Auch im Bereich des Schnittschutzes gab es Weiterentwicklungen. Und heute sind wir an dem Punkt, wo es eine sehr große Auswahl gibt, sowohl was die Farben angeht, als auch die Materialien, die verwendet werden. Und dadurch fällt es mir natürlich leichter, für meinen Einsatzbereich speziell die passende Hose dann zu finden. Und wenn wir es jetzt mal umdrehen, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, gibt es Sachen, die du erwartest, beziehungsweise gibt es auch Sachen, die du dir vielleicht wünschen würdest von Herstellern für PSA, wo du sagst, in dem Bereich gibt es vielleicht noch was, wo man nochmal, gerade es geht ja immer um das Thema Sicherheit, wo man da vielleicht nochmal Schippe drauflegen kann. Also wir sind, denke ich, auf einem ganz guten Stand heutzutage, was die technischen Eigenschaften der Materialien betrifft. Wünschenswert wäre es natürlich immer, wenn die Hose noch dünner wird, aber die gleiche oder sogar eine höhere Sicherheit bietet. Aber da kommen wir irgendwann eben auch an technische Grenzen. Aber wer weiß, was sich da in Zukunft tut. Es wurden ja auch schon Experimente gemacht mit automatischem Stopp der Kette, der Motorsäge durch Kontakt mit der Säge, also nicht der mechanische Schnittschutz,
Deswegen, vielleicht wird es in der Zukunft noch irgendwelche Entwicklungen geben. Also alles, was dem Tragikum verdient und die Sicherheit nicht schwächt oder sogar erhöht, bringt natürlich nur Vorteile. Okay, super. Herzlichen Dank für das interessante Interview. Gerne. Wenn auch ihr mehr erfahren möchtet über das Thema persönliche Schutzausrüstung bei der Forstarbeit, speziell um das Thema Schnittschutzhosen, dann packe ich euch unten den Link in die Beschreibung, wo ihr sehr, sehr viel Auswahl, sehr, sehr viel verschiedene Schnittschutzhosen findet. Ansonsten könnt ihr uns natürlich jederzeit kontaktieren. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like oder einen Kommentar. Und natürlich, wenn du unseren Kanal LAM, die Nummer 1 für Sicherheit bei der Forstarbeit, auch abonnierst. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sicherheit bei der Forstarbeit.